Patrick, du willst uns die Welt retten, dann komm zu mir hoch. Hier ist ein guter Platz dafür. Ihr alle wollt die Welt retten, sehr schön. Dann wäre die Bühne voll, wenn jetzt alle hochkommen wollen würden, die Welt retten wollen, oder? Willst du uns solch einklemmen? Na denn, viel Erfolg bei dem Plan. Wahnsinn, was wir die Jahre auf den Bein gestellt haben. Viele kämpfen schon seit Jahren, einige seit Monaten. Auch ein riesen Dank an die Leute hier, die alles möglich machen und sich den Arsch aufreißen für diese Welt. Das ist unsere Welt. Wisst ihr was? I have a dream. I have a dream for a free world. With the end of war. The end of war in Gaza. In Israel. In Iraq. In Syria. In the fucking whole world. The government just want the war, but not the humanity, and we are the 99%. So let's all stand up and fight for this freedom. This is our future and our planet. Thank you. Wisst ihr was? Ich habe Angst. Ich habe richtige Angst. Ich habe Angst, dass Deutschland nicht endlich aufwacht aus diesem Albtraum hier. Wann lernt Deutschland endlich aus der eigenen Geschichte? Damals im Zweiten Weltkrieg war es nicht anders als hier in Deutschland oder auch in Europa. Ja? Wir hatten hohe Arbeitslosigkeit, gestiegene Lebensunterhaltungskosten, Wohnung, Lebensmittel. Ja? Alles wurde teurer durch Inflation. Dem Volke ging es zunehmend schlechter. Das Gleiche sehen wir nach der Eurokrise auch in Europa. Uns Deutschen geht es noch gut. Wow. Und nach uns die Sintflut, was ist hier los? Wir sind alle Menschen. Aber dann, wo es Deutschland auch schlecht ging, ja, da kam Adolf Hitler. Ja, die Kämpfer aus der Geschichte. Ja, er hat dem deutschen Volk sehr viel versprochen. Wieder mehr Arbeitsplätze, Steigerung von Löhnen und Lebensqualität. Mit dem Freihandelsabkommen, was in der EU verhandelt wird, wurde uns genauso viel versprochen von der Frau Merkel. Und soll es allen wieder besser gehen? Okay, fahren wir fort. Als dann die Großen an der Macht waren in Deutschland, kam es in unserem Land und in Europa zu Massenenteignungen der Menschen. Man hat Länder überfallen, Sparguthaben, Luxusgüter, einfach alles, was die Menschen an Gut hatten, wurde ihnen genommen und von staatlicher Seite in die Kriegsmaschinerie getrieben. Etwas Ähnliches gibt es heute auch, ja. Die Finanzen, die Federal Bank of Reserve und die Europäische Zentralbank mit ihrer Niedrigzinspolitik, die Spareinlagen, die Kredite, Versicherungen, die wir alle haben, die verlieren von hier auf jetzt ihre Wertigkeit, ja. Und noch dazu werden die Menschen gezwungen, dann an ihr Erspartes zu gehen, sich ihrer Lebensexistenz entsprechend zu sichern. Durch die gestiegenen Kosten wie Wohnungen und Lebensmittel. Wir sehen es doch hier in Berlin, was die Wohnungen kosten mittlerweile, oder? Ja, und von unseren Ersparten, was wir dann quasi uns holen, die Lebensversicherung, die gehen auch irgendwann weg. Und wo landet das? Bei Industrie- und Kriegsmaschinerie, bei den Lobbyisten und den Bankern. Diese treiben uns dann in den Krieg, wir sehen es doch gerade. Wir sind also systematisch durch die Niedrigzinspolitik der Federal Bank of Reserve und der EZB sind wir also darin entsprechend gefangen und betrogen worden. Dieser Prozess läuft gerade. Wir müssen uns dagegen wehren, jeder von uns. Noch ein Thema, Riester-Rente. Auch die Einführung der Riester-Rente war ein moderates Werkzeug, um die Gesellschaft zu spalten, ja. Die Generation, die Jungen von den Alten. Man hat das gemacht, entsprechend um auch die eigentliche Grundrente abzuwerten, die wir haben. Mehrverdiener dazu zu bringen, mehr Geld in den Rententopf zu schmeißen, welcher doch eigentlich wahrscheinlich schon leer ist, oder irre ich? Das wird doch alles aus Steuern subventioniert. Wir werden doch vor Sicht geführt hier. Okay, also dann weiter in der Geschichte. Als dann unsere Führung damals im Zweiten Weltkrieg den ultimativen Endsieg erlangen wollte, denkt drüber nach,
Was hat man sich zukunft gemacht? Man hat Kinder und Familien an die Front geschickt. Sag mal, hat's noch? Kinder sind unsere Zukunft, Frau van der Leyen. Ja, ich spreche gerade Sie damit an. Denn die Frau van der Leyen hat ein wunderbares Gesetz 2009 verabschiedet. In diesem Gesetz steht drin, dass mittlerweile 16-Jährige an der Waffe ausgebildet werden dürfen. Im Fernsehen sehen wir Werbung, komm zur Bundeswehr, Karriere machen. Was für eine Karriere ist das? Was soll das sein? Sollt ihr in Kadaverbags zurückkommen oder was ist hier los? Das sind Kinder, sie haben keine Ahnung von dem, was in der Welt gespielt wird. Und wir lassen es zu, dass solche Gesetze hier in Deutschland von unserer Regierung gemacht werden. Es ist so Zeit aufzustehen und sich zu wehren dagegen. Es sind unsere Kinder und unsere Zukunft. Ich habe noch eine Gegenfrage an die Frau von der Leyen, wenn Sie mich hören und sehen. Wie ist es denn hier noch im Kriegsfall? Sie sagen selbst, sie bilden sie nur aus und schicken sie nicht in den Krieg. Was ist, wenn der Krieg mit Russland kommt? Laufen wir denn alle, wie es im Fernsehen propagandiert wird, an die Ostfront? Wie in alten Zeiten, wir kennen das aus unserer eigenen Geschichte. Und wir laufen gerade alle mitten rein, weil das Fernsehen lügt. Wir alle kennen ja nun die aktuellen politischen Geschehnisse recht gut, wie wir hier vertreten sind. Wäre das zum Beispiel Frau Merkel, ja? Angie. Sie sagt selbst, wir brauchen wirtschaftliche Unabhängigkeit von Russen. Erneuerbare Energien etc. pp. Das ist alles für Industrie. Klingt doch alles recht positiv. Unabhängigkeit. Viele simulieren das sogar mit Freiheit. Unabhängigkeit. Ja, Freiheit, das ist toll. Ich glaube, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht diese Unabhängigkeit. Wir sollten alle aufeinander zugehen. Ein Miteinander ist wichtig. Nicht diese Form von Unabhängigkeit. Kommen wir zurück zum Freihandelsabkommen. Das Freihandelsabkommen wird ja geschlossen nicht zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten, nein, sondern zwischen der USA und der EU. Ja? Und seit besagten Tage, den 11. September, wir kennen uns alle, im Fernsehen wird ja auch immer wieder dasselbe runtergeleiert, gerade in Zeiten wie diesen. Ja? Seit dem 11. September haben sich die Machtverhältnisse massiv in der Welt verändert. Ja? Auch hier in Europa, gerade für Deutschland. Wir liefern die Waffen für diese Kriege. Seit dem 11. September, was ist denn passiert in der Welt? Schaut mal hier. Man ist eingeritten in Afghanistan, um entsprechend den Drogenmarkt unter Kontrolle zu bekommen. Da ist sehr viel Geld für die Banker. Oh ja, dieser Markt läuft, meine Leute. Danach kam Libyen, Syrien, Iran, Irak, Palästina. Dann kommt noch die Ukraine. Irgendwann kommt noch Russland und dann China. Sag mal, was ist hier los? Für mich sieht das nach Weltkrieg aus, verdammte Scheiße. Russland bombardiert und Deutschland bringt die Industrie rein. Sagt mal, geht's noch? Wir alle, wie wir hier stehen und nicht dazu stehen, endlich aus der Geschichte zu lernen. Deutschland liefert die Waffen. Wir haben alle Blut an den Händen, wie wir nicht endlich aufstehen und etwas dagegen tun. Okay, worauf zielt denn eigentlich genau dieses Abkommen ab? Also es sind nicht Chlorhühner und was man uns alles dort für Mist erzählt im Fernsehen. Ein Freihandelsabkommen, ganz leicht, ja. Es ist ein wirtschaftlicher Zusammenschluss aus Industrie und Lobbyisten. Das heißt, mit dem 11. September und der Einnahme im Nahen Osten dieser Gebiete dort, da ist Öl, da ist Gold, da ist der Drogenmarkt von Afghanistan. Wenn wir das zulassen, dass das zusammengeschlossen wird, dann haben wir ein massives Problem, weil dann haben wir ein neues wirtschaftliches großes Reich. Und das ist eine ganz klare Kriegserklärung und alle Völker und Menschen auf diesem Planeten. Wir dürfen dieses Abkommen nicht zulassen. Dieses Abkommen wird nicht hier in Berlin unterzeichnet, nein. Die EU-Kommission, die sitzt in Brüssel. Sie glaubt, dass wir nur hier sind, aber wir sind viele. Nicht nur in Deutschland oder Berlin. Wir sind in Europa, sind Millionen Menschen auf der Straße. Und ich sage es an jeden Menschen auf diesem Planeten. Verhindert dieses Abkommen in Brüssel.
Unser Ziel in den kommenden Tagen wird Brüssel sein, weil wir werden Angie den Stift wegnehmen, damit sie das nicht unterzeichnen muss, was der Herr Obama von ihr will. Ein kleiner Zusatz. Währenddessen alle WM und EM geguckt haben, hat man wunderbare Gesetze erlassen in der EU-Kommission. Zum Beispiel die Menschenrechtskonvention. Ich lese mal ganz kurz vor. Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist. Wie zum Beispiel auch einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Wir machen doch gerade einen Aufstand. Diese Todesstrafe zielt auf uns. Wir sind das Volk. Passt auf, was hier gespielt wird. Wenn Sie dieses Abkommen haben, tritt dieses Gesetz in Kraft und dann brauchen wir nicht mehr auf die Straße zu gehen. Dann haben die Banken gewonnen. Wir müssen alles dafür geben, jeder Mensch in Europa und in der Welt, diese Kommission in Brüssel zu stoppen. Ich sehe viele Menschen, die kämpfen. Viele fragen sich, wie kommen wir nach Brüssel? Wir sind doch alle Freunde, oder irre ich? Also schaffen wir das gemeinsam. Steht auf, genau. Wenn Deutschland nicht endlich seine Vergangenheit versteht und endlich wieder aufrecht steht und sehen kann, was in der Welt passiert. Ja, uns wurde es jahrelang kleingeredet, unsere eigene Vergangenheit und Geschichte. Wir können es doch nicht mehr rückgängig machen. Wir wissen doch, was falsch gelaufen ist. Aber wir müssen wieder sehen, was hier gerade bespielt wird und passiert. Lasst uns diese Geschichte nicht noch einmal geschehen, was hier los ist. Es ist genau dasselbe Spiel wie damals unter Hitler. Und wir lassen das nicht zu, dass die Geschichte uns noch einmal einholt. Wir müssen verstehen, Leute, Europa und die Welt, sie brauchen uns dringend. In der Ukraine sterben Menschen und Kinder jeden Tag, wie wir nicht endlich aufstehen und nach Brüssel fahren. Schaut doch mal, was in Gaza los ist. Jeden Tag sterben Menschen und Kinder, Unschuldige. Unschuldige Menschen und Kinder, die nur wegen der Banken sterben müssen. Wir sind die 99%. Und wisst ihr was, Angie, du machst gerade Urlaub. Deutschland macht jetzt auch Urlaub. Wir sehen uns in Brüssel. Danke für den Frieden. Das ist unsere Freiheit, unsere Revolution. Und diese startet heute. Jawohl. Vielen Dank.